Guten Morgen, liebe Patienten. Es ist 7 Uhr und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und beste Gesundheit. Jo, guten Morgen. Das Loch war wach. Da gibt der Hund in der Pfanne verreckt. Lohn, wie sie mich verborzt haben. Aber wo ihr schon mal da sind, da kann ich euch schon gerade erzählen, wie es Loh dazu gekommen ist. Das war nämlich so. Das hat alles damit angefangen, dass ich am Montag mein kleines Enkelchen in die Kita in Saarbrücken bringen müsste. So, wir sind da. Dahin sind die anderen Kinder. Da geh ich mal weich hin spielen. Ja, tschüss. Ein guten Tag, Herr Haupenthal. Das ist ja schön, dass Sie uns das Jeanette vorbeibringen. Ah ja, man muss sich ja doch um die Familie kümmern. Das Kleine freut schon Loch in den Bauch, wenn Loch in die Caritas-Kita fahren darf. Dass sich Jeanette freut, ist kein Wunder, denn hier findet sie viele Spielkameraden. In den 4 Kindertagesstätten und 4 Jugendhilfeeinrichtungen betreut die CTS knapp 800 Kinder und Jugendliche sowie rund 30 behinderte junge Menschen. Um diese kümmern sich fast genauso viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lebens- und Entwicklungschancen ihrer Schützlinge stärken und für ein barrierefreies Leben und Lernen sorgen. Was ist denn das los? Skateboard? Das sind ja früher auch gefahren. Nun, wie ich schön fahren kann. Das ist ja eigentlich etwas, wo nicht unbedingt für ältere Leute gedacht ist. Sie sollten vielleicht aufpassen, dass sie nicht gerade... Oh, Jesus, schon passiert. So, Herr Haupenthal, Sie haben sich da den Kopf ein bisschen angedotzt. Da würde ich zur Sicherheit noch gerne ein CT machen. Was? Ein CT? Ach so, nee. Doch ist immer, ob sie noch ganz just sind. Im Kopf. Gut, dass die Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen der CTS mit modernster OP- und Diagnosetechnik ausgestattet sind. Rund 2300 hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter kümmern sich hier um das Wohl des Patienten. Die ganz besondere Stärke in den Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen der CTS? Eine Einheit aus moderner Medizin, aktueller Technik und einer wohltuenden, heilungsfördernden Atmosphäre. So, wie kommt mein Stand bei Hemm? Alle Gift ja nix, was das nicht Gift, ne? Guten Tag, Frau Doktor. Wo ist dann dort der Ausgang? Da müssen Sie auf E drücken. Aber ich bin keine Frau Doktor, ich bin noch Lernschwester. Was? Da geh ich noch in die Schule? So ist es, Herr Haupenthal. Im CTS-Schulzentrum St. Hildegard und an der Nardini-Pflegeschule in Landau wird der Nachwuchs für das Gesundheitswesen ausgebildet. Darüber hinaus werden angepasste Fort- und Weiterbildungskurse für die Mitarbeiter der CTS-Einrichtungen angeboten. Ein wichtiger Beitrag, um Pflegende auf ihren Arbeitsalltag vorzubereiten und sie in schwierigen Situationen zu unterstützen. Wenn ich nur wisst, wie er immer schwätzt. Aber er scheint sich ja gut auszukennen. Naja, da könnte man sagen, von der Wiege bis zur Bahre, die Caritas ist das einzig Wahre. Ja, wir sagen lieber, mit Menschen für Menschen da sein. Naja, oder so. Ist recht. Ah ja, da geht es lang. Wiedersehen, Frau Doktor. Am nächsten Tag sind ich dann mein Pappen ins Seniorenheim besuchen gegangen. Lo, das ist mein Bo. Der kommt mich besuchen. Doch, es ist gut aus, Pappen. Hast du wie immer Spaß, hä? Jo, heute Mittag ist noch ein Ausflug in den Zoo. Da fahr ich mit. Tja, in den Seniorenhäusern der CTS ist halt immer etwas los. Das Ziel der rund 1000 Mitarbeiter ist es, den Seniorinnen und Senioren eine neue Heimat im Alter zu geben. Dabei dürfen sie professionelle Pflege, Zuwendung und Respekt erwarten. Mann, ey, steht mir noch mal so gern Motorrad fahren. Ei, Pappen, da hast du gar kein Motorrad mehr. Aber ich kann da den Helm vom Schrank holen und da kannst du an die alten Zeiten denken. Ja, das ist nett, aber pass auf mit dem Höckerchen. Das ist auch nicht mehr das Jüngste. Hol da lieber. Au, schon passiert. Ich also nochmal in die Caritas-Klinik zum Röntgen. Und wen trefft man da? Die Schwiegertochter. Da schaffst du also. Jo, aber schon seit 5 Jahren. Oh, was? Schon so lang. Da hast du aber eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Ei, die Caritas ist auch einfach ein guter Arbeitgeber. So ist es. Die CTS ist ein innovatives und familienfreundliches Unternehmen.
Ihre Mitarbeiter finden hier nicht nur interessante und kreative Betätigungsfelder, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz sowie ein hohes Maß an Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. So, dein Arm ist ein bisschen angeknackst. Du kriegst jetzt noch ein schöner Gipsverband. Und beim Leona-Essen das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr kauen. Jo, nur den ganzen Stress wollte ich am nächsten Tag einfach ein bisschen Fernsehen gucken. Aber es kommt ja nichts in der Klotze. Da guck ich mal auf dem Dach noch der Antenne, ob ich nicht noch an ein Programm rinkriegen. Wo soll bei die Antennen hinkommen? Da sind ja schon ganz im Sandschlauch aufgekrabbelt. Hoppla! Obacht! Manfred, was machst du dann? Wir haben doch seit 10 Jahren Kabelfernsehen. Tja, so war das. Aber dank der Caritas bin ich ja doch gut versorgt gen und es hat doch noch alles ein gutes Ende gefunden. Oh, wow, ich krieg Besuch. Da muss ich vielleicht Schluss machen. Aber etwas habe ich die Woche doch gelernt. Für die Caritas ist die Herzenssache der Mensch. Und das bin in dem Fall ich. Alle, machen's gut.